Ja, schon viel besser. Geht doch! Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Aha. Ey, nicht entschuldigen, GLaDOS. Das war schon gut so. Und Schwachkopf, Alter. Helfen wir hier, dass der die Kontrolle über alles bekommt und dann verkackt er es. Das sind auch nicht nur 5 Striche. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Bücher. Da fliegt Mist durch die Röhre und da können wir ein Portal hinmachen und da können wir ein Portal machen. Das bringt uns jetzt was? Ah, okay, das bringt uns jetzt das. Was passiert nun? Ah, okay. Den wollen wir hier oben wohl auch haben. Gut, prima. Kein Problem. Her damit. Und... Psiu! Danke sehr! Meins! Oh, was war das denn? Das war gar nichts! Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Test-Euphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Ja, aber. Aber. Hallo. Hallo. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Neutron Multiplication Rate at Spike Value. Das beschreibt eine Kernschmelze. Weil die, oder Neutronen, warte mal. Ach, jetzt ist es weg. Bei Neutronen wäre es definitiv die Kernschmelze. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Wow. Piu. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Hey, geh kaputt. Ich versuch's nochmal. Verdammt. Ach, da haben wir wieder so eine Brücke. Brücke, die wir benutzen können, um uns zu stoppen. Oder auch nicht. Da müssen wir irgendwie drauf. Okay, wir können sie benutzen, um uns zu stoppen. Doing. Da unten ist ein Schalter, aber es sind auch Laser, die uns bedrohen. Das Problem ist, eine Sekunde. Das machen wir anders. Wo ist der Schalter zum Drücken? Da vorne, okay. Ich bin sehr intelligent, habe ich das schon mal erwähnt. Ich nehme diesen Schalter, drücke ihn. Und da kommt das Teil. Na, ah, Dreck. Dreck. Komm schon. Perfekt. Das klappt schon mal. Allerdings hätte der dann echt nicht da unten hinfallen müssen. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Dass ich ausgerechnet jetzt
herunterhüpfen musste, ist natürlich auch sehr intelligent. Wie kriegen wir den jetzt da hoch? So, okay, da haben wir ihn. Dann mache ich mal wieder hier. Zunächst. So. Und so. Dann gehen wir dann nach oben. Klonk. Nach oben. Und machen hier unten erstmal zu, sodass die Viecher uns nicht abknallen. Und jetzt, was mich wundert, dass ihre Suchlaser nicht da durchgehen. Eigentlich müssten ihre Suchlaser durchgehen, aber ihre Schüsse nicht. Aber das möchte ich jetzt mal nicht in Frage stellen. Und du läufst mir bitte nicht weg. Bist du wirklich absolut sicher, dass du ja das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Aha. Nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse okay alles. Okay. Neutron, okay, es sind Neutronen. Ja, die Kernreaktion erzeugt nämlich Neutronen und da in diesem Fall wohl zu viele Neutronen erstellt werden, das heißt die Kernreaktion ist zu weit fortgeschritten, wird es wohl zu einer Kernschmelze kommen, die mehr oder weniger unvermeidbar ist. Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut. Aha. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Was? Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Ich muss nur da hoch. Nur da hoch. Aber das bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Das bringt mich, glaube ich, ebenfalls, wobei... Da muss ich nur hoch. Das bedeutet, ich muss mir irgendwie diesen Kasten da vorne aneignen. Nur wie mache ich das? Okay, zunächst mache ich das hier. Gut. Soweit, so gut. Aber das bringt mich auch nicht wirklich voran hier. Ah, wenn ich den Knopf drücke, gehen die Dinger. Okay. Das heißt so viel wie, ich sollte vielleicht erstmal dieses Ding da hinten holen. Da komme ich aber auch nicht so leicht nach oben. Wie soll ich denn... Was hat Wheatley da gemacht? Mann! Wie soll ich denn da rankommen? Kann mir das bitte jemand sagen? Ich muss da durchhüppen. Okay. Da durchhüppen. Das wird wohl irgendwie machbar sein, hoffentlich. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hoch und bewege mich wieder hier. Nee, so, ich kann nicht einfach zurück. Wie komme ich denn hier bitte zurück? Ah, okay. Dummheit. Tut weh. Mann, wieso... Wie kann ich das Ding hier unterbrechen? Kann ich das Ding irgendwie unterbrechen? Nee, aber ich mach mal hier einen hin. Beziehungsweise... Danke. Psiu! Das bringt mich jetzt zwar nicht weiter, aber... Wenn ich das Ganze in größerem Ausmaß mache, nämlich hier, dann bringt es mich weiter. Das heißt, ich gehe hier nach ganz oben... Und lass mich dann rüber katapultieren. Wieso ich da nicht von Anfang an drauf gekommen bin, frage ich mich sowieso, aber egal. Hooray. Dann haben wir diesen Würfel hier, den wir auf einen Schalter stellen. Beziehungsweise, indem wir hier das dann machen, können wir den zweiten runterholen. Aber das bringt uns nicht viel. Wir müssen hier irgendwie durchhüpfen können. Und zwar ohne, dass da dieses, solange der Laser aktiv ist, ist das da aktiv. Das heißt, ich, kann das erstmal Würfel sein lassen und stattdessen den Laser einfach mal abblocken. So. Jetzt, kann ich mich hier durch katapultieren lassen. Allerdings muss ich dafür...
Nach oben. Okay, das könnte jetzt relativ kompliziert werden. Complicated. Nein, das wollte ich definitiv nicht. Da drauf, bitte. Okay, gut. Dann mache ich jetzt hier den hier hin. Und wenn ich mich jetzt hier rüberschießen lasse, dann muss das Ding zwischen mir und dem Laser sein. Okay. Das wird jetzt äußerst kompliziert, um das mal so auszudrücken. Hier. Ein Laser in dem Moment unterbrechen, in dem... Ja, ich verstehe. Irgendwie so. Nur irgendwie intelligenter muss ich das machen. Wie komme ich denn da nach oben, indem ich... Beziehungsweise, wie kann ich da automatisch, indem ich mein Portal ändere. Ah, ich hab's. Ich hab's. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich mache hier, erstmal muss ich hier drauf, sodass ich da den Laser draufsetzen kann. Den, Traktorstrahldingens. Und jetzt, machen wir da einen hin. Den nehmen wir jetzt mit. Und indem ich das Ding dahin setze. Und kurz nachdem ich... Nein, das war definitiv nicht geplant. Nochmal. Das mach mal durch den Laser durch hier. Ist schon gut so. Also du gehst nach oben. Und ich gehe mit nach oben. Aber der muss zuerst nach unten fallen. Zuallererst. Dann hüpfen wir also quasi hier da unten durch. Aber dann landen wir auch wieder im Traktorstrahl, weil der Laser nicht unterbrochen wird. Weil ich ja durch das Violette durch will, mehr oder weniger.